So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Ja, in einer Kurzschlussreaktion ist leider eben nicht nur das feindliche Boot draufgegangen. Aus diesem Grund, ja, sind wir etwas mobilitätseingeschränkt. Na gut, solange ich gleich nicht wieder eine Rakete in den Hintern gerammt bekomme, ist mir das sogar halbwegs egal. Ach, da oben habe ich gerade das Signal gesehen. Also ich versuche jetzt mal aus der Entfernung hier so viele zu erwischen wie möglich. Ach, da oben. Da oben, da oben, da oben, da oben ist ein Nest. Jawohl, wir haben ihn. Sehr schön. Sie müssen in der Nähe des Übertragungssystems sein. Es ist etwas vom Fluss entfernt, aber da müsste es einen Weg geben. Seien Sie vorsichtig. Es scheint so, als könnten Sie da nicht einfach so lang spazieren. Ja, die Erfahrung habe ich bereits gemacht. Allerdings bin ich auch gerade dabei, sie auszumerzen. Also jetzt nicht unbedingt die Erfahrung, aber die Gefahren, die diese Erfahrung heraufbeschworen haben. Ja. Okay, irgendwo lebt immer noch einer. Das ist der. Ja, komm halt, du Ratte. Mein Gott. Wie kann man sich nur so anstellen? Jetzt komm halt raus, Mann. Ich kann so nicht arbeiten. Wie sich hier gerade die Grafik nachbearbeitet, auch nicht schlecht. Okay. Hier am Flugzeug selbst ist hoffentlich soweit alles sauber. Ah! Gut, wir haben wieder mal ein paar Pistolen, wollte ich gerade sagen. Wir haben mal wieder eine Pistole. Und wir werden mal voll ausgestattet. Auch nicht schlecht. Naja, zumindest fast. Gut, den Rest besorgen wir uns dann bei den Söldnern. Was haben wir hier noch? Nix. So, Dankeschön. Also ich muss wirklich sagen, ich bin hellauf begeistert, wie gut wir munitionstechnisch im Moment klarkommen. Gut, ich könnte jetzt natürlich auch etwas eigenlobend behaupten, dass ich einfach seit ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe, insgesamt besser geworden bin. Was möglicherweise auch daran liegen kann, das habe ich mal festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt noch kaum Multiplayer-Spiele gespielt habe. Ich bin ja sehr, sehr spät in die Multiplayer-Spiele eingestiegen. Das fing mit Battlefield 2 erst an und hat sich dann mit Battlefield 3 durchgesetzt. Kurzzeitig auch mal Counter-Strike Source. Und ich komme ja, so ein menschlicher Gegner ist halt doch eine andere Nummer als ein Bot, egal wie gut er auch gemacht sein mag. Und ja, dementsprechend gut kann man sich dann natürlich auch gegen besagte Bots wehren, nicht? Also ich kann mir ehrlich gesagt nichts Besseres vorstellen. Hauptsache die scheiß Mischpoke da fällt uns nicht in. Ja, jetzt ist sowieso alles zu spät. Scheiße. Naja, ich hoffe, dass wir zumindest einen Speicherpunkt bekommen haben. Also so war das jetzt nun wirklich überhaupt nicht geplant.
Gut, die Frage ist, was hat Crow jetzt davon mitbekommen? Im Optimalfall nichts. Die aber scheiße. Ah, da ist er. Gut, Crow ist tot. Hätte das beim Helikopter nicht auch schon so einfach sein können? Ach, Leute! Mann! Drecksäcke, Arschlöcher, Missgeburten. Crows! So, das ist jetzt eine neue Beleidigung. Crow. So. Ach ja. Ach Gott. Also gerade stelle ich mich aber auch wieder besonders dämlich an hier. Schon geht's wieder los. Schon geht's wieder los. Ach, der Scharfschütz, der träge schon. Crow. Ich hab hier eine Kugel extra für dich. Ja, ich bin auf dem Weg. Da. Noch einer ohne Fahrschein da hinten. Sie sind also der berühmte Dr. Krieger. Wer ist da? Werden Sie noch früh genug erfahren? Jo. So was nennt man dann ein Ferngespräch. Ich weiß jetzt nicht, wodurch das ausgelöst wurde. Bisher war es eigentlich immer so, dass man erst zu Crows Leiche hin musste. Aber na gut. So, da hinten spinnt wieder eine Waffe rum. Jetzt so an sich aber nix. Guck mal, wir haben schon wieder vollen Schutz. Wenn jetzt hier noch ein Energiepäckchen liegt, wäre das natürlich ein Traum. War das hier Crow? Hat der so eine Waffe gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Wenn, dann ist seine Leiche schon weg. Eine Lusche. Mehr ist der Typ noch gar nicht. Eine Lusche. So, dann nehme ich mal eine etwas erhöhte Position ein, aber ich glaube, hier ist nichts an Energie. Also gehen wir mal weiter. Da hinten ist nämlich unser Ziel. Doyle, bin beim LKW. Das war alles, was die CIA benötigte, nicht wahr, Doyle? Klasse. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Jack, melden Sie sich? Ja? Ich bin auf dem Weg zu Ihrer Position. Sie haben die Daten hochgeladen. Das war gute Arbeit. Danke. Woohoo! Yippie! Ah. Jack! Bingo! Jetzt wissen wir, wo sie das Mutagen herstellen. Er hatte außerdem noch die Aktivierungssequenz für eine Atombombe bei sich, mit der sie bestimmt ihre Spuren verwischen wollten. Oh klar, ab jetzt wird's bestimmt alles ein Kinderspiel.
Behalten Sie nur schön den Dschungel im Auge, Jack. Jetzt, wo etwas Zeit ist, nennen Sie mir noch mal ein paar Details. Krieger war ein leitender Wissenschaftler des Verteidigungsministeriums. Spezialgebiet genetische Verbesserungen an Menschen. Die Trigenen. Genau. Und wo kommt die CIA ins Spiel? Der Armeegeheimdienst hat Krieger wegen unerlaubter Tests an Menschen gefeuert. Danach hat der Kerl sich selbstständig gemacht und wir haben ihm Doll geschickt. Sind wir hier, um Doll zu retten oder um Krieger zu stoppen? Ich bin hier, damit diese Viecher nicht die Insel verlassen. Sie habe ich nur dabei, weil ich dachte, ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Na, das ist ja ein Kompliment. Guter Junge. Laut Doll ist ein Söldnerlager in dieser Gegend. Besuchen wir sie mal. Jo, dieses Söldnerlager wird uns auch jetzt einiges an Freude bereiten. Es steht eine Escort-Mission, bevor wir alle wissen, was das heißt. Das Ganze aber erst in der nächsten Aufnahme von Let's Play Far Cry. Bis dahin. Ciao!